da bin ich nochmal ganz kurz. Ich wollte euch nochmal kurz teilhaben lassen, wie ich jetzt kurz, bevor ich sozusagen die 95k klar mache, noch das letzte bisschen D-Alex hier zusammensuche. Und das war's schon, die 95k habe ich erreicht. Dann kann ich nämlich dann die Queen auch upgraden. Ich hau die hier raus, zack. Oh, ich habe verloren, vollkommen egal. Aber ich wollte halt wirklich die Queen jetzt fertig machen. 95k. Wir haben dann Level 19 erreicht. Und dann bin ich schon richtig gespannt auf Level 20. Ganz klare Sache. Fähigkeitslevel 2, Level 2, Level 4. Und da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Und wie gesagt, jetzt bin ich auch nicht mehr so angreifbar für andere. Aber ich muss euch auch sagen, guckt mal. Wir haben hier einen Verteidigungslog. Schade, ich kann es jetzt nicht mehr zeigen. Aber er ist Level 150, glaube ich. Besuchen. Ne, 170. Er ist, ja, soweit maxed. Klar, es wäre noch Platz für Mauern halt da. Und somit könnte er oder hätte er mich ohne Probleme angreifen können. Aber er hat es nicht gemacht. Also, wo ich mir dann auch sage, gut, okay, dann, weil er hätte meinen Alex haben können. Logischerweise. Von daher kann die Base-Aufstellung so schlecht einfach nicht sein. Klar, man kann hier ganz easy das Alex ziehen. Aber es wird halt nicht gemacht. Und wenn, dann ist halt einmal Alex weg. Vollkommen egal. Also mit der Base selber bin ich vollkommen zufrieden. Das passt. Und ihr seht es auch, selbst wenn ich jetzt nochmal kurz ins Layout anpassen gehe, sind wir mittlerweile bei 67 10er Mauern. Und das ist einfach nur geil. Also jeder, der im Rathausbereich 9 ist, dem kann ich wirklich nur empfehlen, zieht wirklich die Helden rechtzeitig hoch, dass ihr da nicht so low seid, besonders im CW halt. Apropos CW, lasst uns da nochmal ganz kurz reingucken. Vorbereitungstag, okay, der war für uns jetzt irrelevant, aber ich gucke nochmal in den Kriegslog rein. Das war eine relativ knappe Kiste. Karte ansehen. Und da haben wir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Daumen nach oben. Fast jeder hat seinen zweiten Angriff gemacht. Das war echt geil und ist aber auch, sind wir ehrlich, ist einfach mal, so muss es halt sein. Ganz klare Sache. Und Hondo hat beim ersten, ja, richtig daneben gesessen, auf jeden Fall. Und zweiter lief auch nicht so bei ihm, sehe ich jetzt gerade. Und ich hatte hier, der war auch nicht so, da habe ich einen Stern geholt, das war nicht der Burner. Aber ich zeige euch mal gerne meinen ersten, der war echt wirklich gut, muss ich sagen, weil ich habe den ersten angegriffen und bin selber eben zwei. Und wie gesagt, ich muss einfach wirklich sagen, ich habe wirklich seit, ich will nichts Falsches sagen, seit 3 Monaten auf jeden Fall kein CW mehr mitgemacht. Und bin natürlich jetzt wirklich das erste Mal überhaupt nach dem Update überhaupt mit Sachen angegriffen. Im CW. Und ja, ich glaube, das lief alles so ein bisschen fail. Die Packers und sowas, ich glaube, die sind, ah nee, ja, okay, ein Packer ist zumindest rein, aber die Helden sind dann draußen rum. Und ja, habe ich einfach wirklich verballert, sage ich mal. Das fand ich echt schade. Nee, das ist sogar der, den ich, nee, doch, stimmt, den habe ich, genau, den habe ich gerade so noch gekriegt. Aber ich muss auch sagen, das war echt eine knappe Kiste hier, dass die Mauerbrecher echt die Mauer noch schön zersplashed haben. Und ich, ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich dachte, gehst du mit der Queen und den Heilern rein? Weil ich halt die Strategie kann. Ich muss halt wirklich sagen, also jetzt ohne auf die Kacke zu hauen, die Strategie liegt mir. Und guckt mal hier, ihr seht es halt wirklich, alles, was mit der Queen gemacht wird, das wird zu Gold, sage ich jetzt mal. Wirklich, also, ich weiß nicht, also mit dieser Strategie wirklich, mit der Queen, habe ich mich so gut angefreundet, das klappt. Dass ich weiß, was die Queen machen möchte. Klar kann die auch mal ihre Fail-Tage haben, aber das läuft. Also das läuft echt richtig cool und von daher war ich da richtig zufrieden mit dem CW selber. Die Beteiligung war echt nett. Das hat gut geklappt. Das hat mich echt gefreut. Und wie gesagt, mit 58% war ich dabei. Das lief richtig gut. Das, da kann man echt nicht meckern. Das soll es dazu gewesen sein. War wieder ein kleineres Video. Bloß wie gesagt, diese 20, 30, 40 Minuten Videos werden ja teilweise auch ein bisschen langatmig und langweilig. Das möchte ich auch nicht machen.
Wie gesagt, ich will da einfach fresh mit dabei sein für euch. Und dann sollte das passen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.